Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Pokémon Silber Let's Plays. Ja, wir sind hier in dieser komischen Untergrundbasis von Team Rocket und versuchen irgendeinen Typen zu retten, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe, weil der hat irgendeinen Schlüssel, wo wir zum, ja, neuen Anführer von Team Rocket kommen und, ja, hier steht schon der erste Gegner. Ach, ich bin nur ein Opfer, so, na, das wollen wir doch mal sehen. Ein Pokémon ist das alles. Na, so mega gut ist es jetzt auch nicht. Na, wollen wir noch mal gucken. Ruckzuckhieb, So. So viel zum Rocket-Rüpel. So, mal gucken, immer schon den nächsten. Verstecken die sich jetzt immer in solchen Nischen? Na, jetzt bin ich aber gespannt. Hat der auch nur eins? Na, der hat drei, okay. Wow, ein Slimeok, okay. So, gegen das Vieh muss ich mal ein paar härtere Geschütze auffahren. Oh nein, nicht Härtner. Na egal. So, komm, knabber ihn mal tot. Das darf nicht wahr sein. So, ich will in dieser Folge auf jeden Fall den Radioturm soweit abschließen. Mal gucken, vielleicht kommen wir auch schon in die Arena. So. Hier, der dürfte jetzt nicht wirklich ein Problem sein. Zack. Einmal daran knabbern. Und weg ist er. Also unser rotes Gardos macht sich ganz gut. Es ist, ja, mehr oder weniger ungewollt zu unserem besten Pokémon mutiert, kann man schon fast sagen. Naja. Alter, verdammter, wo er schon Level 31. Okay. Also dieser neue EP-Teil, der ist gar nicht mal so schlecht. So, und natürlich ist in der nächsten Nische auch einer. Wieso ist da der Gang zu Ende? Okay. Ach so, hier gibt es einen Special Trick, wenn man weiterkommt. Na, okay. Zwei Pokémon, das dürften wir wohl gerade noch so hinkriegen. Wie die immer dieselben Pokémon prinzipiell haben. So, einmal noch dran knabbern. Geht ja schnell, geht ja schnell. Ach nee, schon wieder ein Slimeok. Das darf doch nicht wahr sein. Wie viel haben wir denn von den Viechern? So, einmal Surfer. Das könnte vielleicht reichen. Na, vielleicht nicht ganz. Naja, gut, nicht wirklich. So, komm, das ganz normal. Ich sehe den Typen ja, glaube ich, schon. Das müsste ja der unter mir sein. So, jetzt bin ich aber gespannt. So, okay, ein Hinweis. Betätige die Schalter in einer anderen Reihenfolge. Aha, aha.
Der Rollläden verändert. Was für Schalter? Ach, die da. Er ist ausgeschaltet. Ja, schalt mal ein. So. Lol. Okay, wer bist du jetzt? Sie haben das Projekt abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Ich suche nach Überresten der Beute. Wer bist du? Dieb Franco möchte kämpfen. Ein Dieb? Aha. Ach Mann, ey, jetzt gibt's ja auch noch so ein Labyrinth. Das darf doch nicht wahr sein, ey. So, Dieb Franco, was verpassen wir dir denn mal? Surfer ist zum Glück überhaupt nicht übertrieben gegen ein kleines süßes Vulcano. Und ein Smogger. Na, hat er sich das bei einem Rocket-Typ geklaut? So, hier komm, mach weg das Ding. Ja, jetzt trifft er mich auch noch. So, die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es hier weiter? Ich gehe mal stark davon aus, wenn ich den Schalter nochmal drücke, geht die Tür einfach wieder zu. Ich drücke mir einfach den hier. Ja. Schalt mal ein. So, mal gucken, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Mal gucken, drücken wir mal den hier. So. Ist hier nicht auch noch einer? Nee. Okay, es gibt nur drei Schalter. Okay. So, ach, jetzt geht's nach hier. Sehr gut, okay. Alles klar. Geht's hinein? Nach da unten geht's noch nicht. Okay, dann müssen wir hier wohl gegen den nächsten Dieb antreten. Kurze Frame-Einbrüche, okay. Drei Pokémon, aha. Paolo. So, das wäre Nummer 1. Na, ich denke mal, ich hätte hier schon viel eher hin sollen, aber ich habe einfach die Story ein bisschen geradlinig weitergezockt und habe irgendwie verpeilt, dass es den Radiotürm ja auch noch gibt. Und naja gut, besser spät als nie. Dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. Oh, ein Magma, nice. Oh, wie süß es seinen Mund zum Abknutschen bereithält. Wo hat er sich das Ding geklaut? So. Alles easy going bis jetzt. Also die Arena-Leiterin kann sich warm anziehen. So, den Hyperler nimmt man natürlich mit. Bevor ich hier bei dieser Rocket-Dame weitergehe, würde ich gerne mal wissen, wie komme ich denn jetzt zu dem Item da? Hier ist ja auch noch eins. Was passiert, wenn ich jetzt wieder den Schalter drücke? Okay, jetzt ist die Tür einfach nur zugegangen. Moment, ich mach mal wieder an. So, was muss ich denn drücken, um das da aufzukriegen? Ich teste gerade mal kurz. So, lol. Jetzt komme ich da gar nicht mehr rein. Okay.
Das war jetzt keine gute Idee. So, Moment. Und was verändert sich, wenn ich den hier drücke? So, jetzt komme ich da auch nicht wieder rein. Okay. Achso, ich glaube, es hängt mehr mit der Reihenfolge zusammen. Naja, gut, das wird jetzt dann jetzt nicht so das mega hyper ultra i... Lol. Scheiße, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Das darf nicht wahr sein. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Scheiße. Ich hab's befürchtet. Spiel ich einmal ein bisschen herum, obwohl ich das Ziel schon habe. Okay, hat sich hier was getan? Hier hat sich jetzt was getan. Ah, jetzt komme ich zum Item. Nice. Ein Rauchballer, das hat sich ja super gelohnt. Okay, jetzt müsste ich eigentlich noch den Schalter ganz rechts drücken und dann müsste ich wieder wie eben dahin kommen. So. Scheiße, das darf nicht wahr sein. Okay, ich habe gerade irgendetwas versaut. Verdammt, ich hatte es doch schon. Das darf doch nicht wahr sein. Ha, kurz ein bisschen rumprobieren. Hä, jetzt habe ich wieder alles zu? Was ist? Okay, Moment, erst ausgeschaltet, einschalten. Moment, die waren... Moment, wir müssen erstmal wieder alle ausschalten. Die waren ja, als wir angekommen sind, alle ausgeschaltet. Machen wir sie erstmal wieder alle aus. Erst eingeschaltet, ausschalten, ja. So. So, jetzt müsste ja eigentlich alles wieder zu sein, ne? Wir sind ja... Genau, genau, jetzt wieder alles zu. So, dann habe ich hier angefangen, die nach rechts wieder einzuschalten. So, erst den hier, genau. Dann den hier. Und dann zu guter Letzt den hier. Dann müsste ja eigentlich alles wieder so sein wie eben. Die waren alle ausgeschaltet und ich habe sie von links nach rechts eingeschaltet. Also eigentlich, ja... Genau, und jipp. So, guten Tag. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. Ich nehme mal an, hinter der Tür ist, ist diese komische Geisel da, die wir retten sollen. Ein Duflor? Nein, mal was anderes. Schlafpuder, aha. So, jetzt will ich mal was sehen. Ah, noch ein Dufer. Ja, komm, das macht unser Alarados auch weg. So, komm, mach einen Crit und das war's. Na, fast. Ja, Säure. Level 32, leck mich am Arsch. Wir könnten Taubo gar nicht mal ranlassen. Ich glaube, das mache ich mal. Taubura. Yo, Taubura ist mittlerweile unser drittstärkstes vom Level her. Nice. Nice, nice, nice. So, und ich würde mal sagen, unser Taubura kommt jetzt mal hier vorne an die Spitze. So. So, komme ich jetzt einfach so rein, oder?
Ja. Okay, mal gucken, wie weit ich komme. Da sehe ich auf jeden Fall schon den nächsten Rocket-Typen. Alter, wie tief geht dieses Versteck? Also diese Rocket-Typen sind ja mittlerweile fast so schlimm wie Fruchtfliegen. Alter, die vermehren sich und kommen immer wieder. Unglaublich. So, Taubo, jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Wirbelwind. Okay. Komm schon, Taubora, das ist dein erster richtiger Kampf. Den musst du gewinnen. Ja, sehr gut. Und jetzt mach ihn strategisch mit. Ruckzuck, gib fertig. Sauber. Ach ja, da Taubora den Epeter lade, kriegt das ja quasi doppelt immer die Erfahrung. Na egal. Ein Taubus wäre schon geil, muss ich sagen. So, was ist denn jetzt eigentlich Wirbelwind? Das will ich jetzt gerade mal testen. Was ist Wirbelwind? Ach so, ist das die Attacke mit dem Austauschen, wo das Pokémon weggeblasen wird und dann wird es durch ein anderes ausgetauscht? Ich glaube, das war das. Ah, Superschall trifft ihn. Das ist natürlich ärgerlich, dass es rein zufällig nicht trifft. So, wir machen das ist hier ganz safe fertig. Ah, sehr gut, Hoboa, sehr gut. Bam. So, hier war einmal ein Item. Mal gucken, was haben wir hier? Ein Top-Äther, nice. So, ich hoffe, hier kommen jetzt nicht mehr so mega viele Team Rocket Leute, weil ich will dieses Team Rocket Gedöns jetzt auch irgendwie mal abschließen. So, mal gucken, was kannst du denn? Natürlich ein Slimer, was auch sonst. So, mal gucken, mit Wirbelwind müsste es jetzt eigentlich ausgetauscht werden, oder? Genau, gegen sein zweites. Okay, jetzt weiß ich, was Wirbelwind ist. Dann kann ich einen Abgang machen nach oben. Na, ich freue mich schon, wenn sich Taubora zum Taubos entwickelt. Finale. Ah, das darf nicht wahr sein. Du mieses kleines Dreckstück. Wow, kurzer Leck, okay. Hat sich das Mokmok einfach mal kackendreist geopfert, okay. Damit kann ich leben. Ja, Herdner wird jetzt auch nichts mehr helfen. So. Hätten wir denn auch mal gucken, ist da links noch was oder war es das jetzt? Okay, links geht es da zu diesem komischen Typen da. Da ist aber einer. Mal gucken, ist das da rechts vielleicht der Typ, den wir retten sollen? Also Team Rocket geht echt nach dem Konzept von Masse statt Klasse. Die sind alle einfach nur scheiße, aber es sind einfach sau viele. So, ich hoffe mal, das wird ein One-Hit. Sehr gut. Ich glaube, unser rotes Gyarados könnte unser erstes Level 40er Pokémon werden.
Ich glaube nicht sogar vielleicht. Ich glaube, das wird sogar einfach so. Hey, komm, mach den auch mit One Hit Down. Oh Mann, ich hoffe, wenn ich hier durch bin, kommt im Radioturm nicht nochmal so eine Mega-Team Rocket Invasion. Ich hoffe, das geht da ein bisschen schneller. So, hätten wir den schon mal. Mal gucken, was hier für ein Item ist. TM35, nice. So, hier ist nichts mehr. Mal gucken, gehörst du auch zu Team Rocket oder? Ah, das ist der, den wir suchen sollen. Hammer nice. Der Radioturm. Was geschieht dort? Nice. Mhm. Ah, okay. Ja, ich rette den Radioturm, keine Sorge. Was mich aber interessieren würde, wo geht es hin, wenn ich jetzt weitergehe? Ein Münzamulett? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Wo bin ich hier denn? Was ist das? Guten Tag? Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Aha. Wer seid ihr? Seid ihr Trainer? Ha. Maschok. Okay. Hier komme ich jetzt gerade nicht so wirklich durch. Kann ich hier irgendwie was mitmachen? Hm. Okay. Okay, ich habe jetzt gerade keinen Plan, was das hier ist. Mal gucken, sagst du noch irgendwas? Aha, aha. Hm, können wir hier was mitmachen? Wow. Welcher Stock? Ich weiß gerade ehrlich nicht, wo ich bin. Bin ich im Kaufhaus oder wo? Jo, Tatsache, scheint so. Okay, dann haben wir die Untergrundbasis da abgehakt. Dann müssten wir ja jetzt eigentlich locker flockig den Boss in den Arsch treten können. So, guten Tag, guten Tag. Darf ich mal durch? So, euch haben wir ja alle schon. So, und ich glaube, hier war's. So, mal gucken. Ach so, hier, okay. So, ich nehme an, du bist noch nicht der Boss. Aha, aha, aha. Ne, du bist nur ein weiterer Bimbo. Ach, ich wollte Taubora doch heilen. Ach, verdammt. Na, vergessen. Ich glaube, ich trainiere unser rotes Garados jetzt bis Stufe 40 hoch und dann widme ich mich mal wieder Tauboga. Insofern unser Garados noch genügend Attacken hat. Ah ja, ja, Routenstark. Ja, super, das bringt es jetzt ja richtig. Hier, komm, mach einen Abgang. Mach einen Abgang. Böses Radikal. Na, fast. Ich bin ja mal gespannt, was der Boss so drauf hat. Ich hatte irgendwie auch gehofft, dass sie sich wieder einen neuen Boss holen. Ich hoffe, der ist stärker als diese komischen Vorstandsmitglieder. Ja, sauber, Level 40, nice. Hydropumpe? Ah. Auf jeden Fall. Hydropump ist voll geil. Surfer bis Drachenblut oder Windhose. Windhose ist nicht so die mega starke Attacke. Ich denke mal, die machen wir mal weg.
Bam, Hydropumpe, nice. So, dann zücke ich mal da einen Belieber. So, haben wir noch irgendwas? Füllt KP vollständig auf. Ja, komm, wir haben es ja hier, Hypertrank. Ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, aber egal. Wir haben es ja. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was erwartet uns denn hier? Ach du Scheiße, wie viele sind das denn hier schon wieder? Das darf doch nicht wahr sein. Wer bist du denn? Ach du Scheiße, 4 Stück, oh mein Gott. So, Taubora, gib mal Gas, würde ich sagen. Och nee, das darf doch nicht wahr sein. So, bevor das Gift jetzt gleich wirkt, hau ich mal ein kleines Gegengift raus. Lol. Wir hatten doch noch welche, oder? Gegengift? Ich meine, eher eins haben wir noch. So. Silberblick, okay. Bam. Ja, diese Wirbelwindattacke werde ich dann Tauboga irgendwie mal abtrainieren, mal gucken. Wird sich schon was finden. So, ein Mirapla. Da mache ich mal sicherheitshalber einen Abgang nach oben. Nice. Und ein Duflor. Das dürften wir mit Fliegen eigentlich auch ganz gut platt kriegen, denke ich mal. Mann, Taubog ist richtig gut. Ja, ein glasklarer One-Hit. Flügelschlag, na sieh mal an. Ja, bitte. Und zwar der Wirbelwind. Da ist Flügelschlag schon ein bisschen sinnvoller, finde ich zumindest. Warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Mauzi, hilf mir. Du bist ein Mauzi? Ja. Na komm, geh mal weiter nach oben. Aha, du bist als Team Rocket Festung bekannt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist denn bitte eine Team Rocket Festung? Oh, ein Vorstand. Ein Golbert, aha. Wow. Okay. Na, dann hau mal raus, Kollege. Jetzt will ich auch mal sehen. Starkes Golbert, ja. Ah, nicht schlecht. Oh, verdammt, er macht nochmal. Ah, ich glaube, für den ist unser Tauboga noch nicht stark genug. Volltreffer, aber wisst ihr was? Unser Tauboga wird sich den snacken. Ich setze mal einen Hypertrank ein. Genau, macht es nämlich wieder seinen blöden Flügelschlag.
So, und dann wird unser Tauboer den jetzt locker platt machen. Ach, Biss, das darf doch nicht wahr sein, ey. Komm, Tauboer, du schaffst das. So, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Das darf nicht wahr sein. Trifft nicht. Okay, Gyarados, du machst das. Was haben wir denn noch? Ja, nicht mehr so ganz viel, aber es dürfte eigentlich reichen. Das darf nicht wahr sein. Ja, so viel zu der Festung. Ah, da hat es wieder kurz geleckt. Was ist das eigentlich in letzter Zeit? Ja, die Festung wurde gestürmt. Gut erkannt. So, da haben wir schon nächste Tussi. Ich glaube, unser Gyarados könnte mal wieder ein bisschen was zu tun bekommen. So, Gyarados macht die Tussi mal fertig. Mhm. Eine Revanche also, okay. Rocket Vorstand. Okay, sonst haben wir die Gegner ein bisschen stärker. Oh, ja, zieht nicht schlecht, zieht nicht schlecht. Wow, ein Gyflor, okay, da wechsle ich einmal. Mal gucken, wie gut das, das Gyflor so ist. Lockduft, okay. Der Fluchtweg sinkt. Ja, keine Sorge, Viseno wird mit Sicherheit nicht weglaufen. Säure, na, ganz toll. Ja, die Vorstandsmitglieder sind schon nicht schlecht. Absorber, das darf doch nicht wahr sein, es haltet sich. Komm, wir sehen ja, mach es weg. Mach es einfach weg. Und ein Kramurx. Was ist denn nochmal ein Kramurx? Ach, das Vieh. Okay. So, dann machen wir mal noch einmal Ruckzuck, lol. Ach, die blöde Beere, ach man, leck mich doch hier, zack, weg. Ich glaube, diese Folge wird wieder leichte Überlänge bekommen, weil, ganz ehrlich, ich will diesen scheiß Radioturm jetzt hier mal durchkriegen. Das kann's doch nicht sein hier. So, was bist du denn für einer? Oh, das ist Giovanni macht ein Solo-Training, okay. Bla 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 bla. Ja, komm, gib Gas hier. Oh, noch ein Vorstandsmitglied, okay. Ein Hunduster. Mhm. So, Gyarados, mach weg die Sau. Bam. Die sind mir vom Level eigentlich fast ebenwürdig, muss ich sagen, aber ach, gegen den Blub haben sie natürlich keine Chance. Nice, 34.
Ach, jetzt kommt doch so ein scheiß Smogger, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Smorn, was tust du denn auch? Was tust du denn? Ja, es ist wirklich sehr effektiv, Smorn, wirklich sehr. Na, ich glaube, Tackle wird dir da auch nicht wirklich was bringen. So, komm und weg damit. Und ein Hundemon. Das ist, glaube ich, die Weiterentwicklung von dem ersten, gegen das wir eben gekämpft haben. Naja, komm. Finte, okay. Alter, na, das sieht ja mal ganz viel. Okay. Oh mein Gott, ein sehr schöner One-Hit. Ein wunderbarer One-Hit. Unsere Träume wurden zerschlagen, ja. Mhm. Leb wohl. Ach so, das war der letzte. Nice. Ja, ich weiß, ich habe alle Pokémon dieses... Oh, Silberflügel. Okay. Mhm. Aha. Ah, okay. Mhm. Ach so, ist der Silberflügel nicht ein so ein Ding, womit man dieses Legendäre irgendwie andocken kann oder so? Okay, war hier oben jetzt nichts weiter oder war es das? Ja, das war's. Die da unten dürfte auch wieder happy sein. So, dann haben wir den Radioturm ja soweit, ja, durch. So, jetzt bin ich mal gespannt, können wir jetzt in die Höhle und die achte Arena-Leiterin wiederholen? Das würde mich ja natürlich mal interessieren. Tauboga. So, einmal kurz heilen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. So. Garados setzt Surfer ein. So. Nur Drachentrainer dürfen hier eintreten. Blablabla. Bitte geh wieder. Okay, wir können immer noch nicht rein. Hammer nice. Nur Drachentrainer? Moment. Ich guck mal meine ursprüngliche Idee nach. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso wir da nicht rein können. Wir brauchen anscheinend echt einen Drachen-Pokémon. Laut eines Kommentares kriegen wir zwar jetzt noch keinen Drachen-Pokémon, aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie wir sonst da reinkommen. Ich meine, ohne ein Drachen-Pokémon lässt er uns wohl nicht da rein. Kann man sich hier irgendwo die Preise angucken? Brauchst du Spielmünzen? Nein, ich möchte mir angucken, was ihr für Preise habt. Wo geht das denn? Geht das bei dem hier? So, mal gucken. Nein! Moment, was hattest du? Hattest du nur TMs? Okay, du hast 3 TMs. Und was hast du? Hast du vielleicht 3 Pokémon? Abrasander Dratini. Ja, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Wir brauchen wohl dieses Dratini, ansonsten kommen wir da nicht rein.
2100 Spielmünzen. Wir haben 50. 54. Okay, also wenn wir dieses Dratini haben, kommen wir wohl da rein. Weil Dratini ist, wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin, ein Drachen-Pokémon. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das die Lösung ist. Ich meine, es wäre mir neu, dass man sich in der Spielhalle ein Pokémon kaufen muss. Ansonsten kommt man irgendwie nicht weiter. Brauchst du Spielmünzen? 50 für 1000. What the... 500 für 10.000. Das ist doch ein Scherz, oder? Muss ich jetzt echt hier keine... Oh. Du brauchst keine Münzen? Ja, jetzt habe ich hier wieder verklickt. Müssen wir jetzt hier echt, keine Ahnung, 30.000 Pokémon-Dollar und die Hälfte ausgeben, um dieses blöde Dratini zu bekommen? Ha. Das ist natürlich eine gute Frage. Naja, ich glaube, ich werde jetzt hier mal an der Stelle einen kleinen Cut machen. Ich werde dann mit der Aufnahme... ja, ich werde heute jetzt nichts mehr aufnehmen, morgen dann wieder. Mal gucken, also... naja. Der Typ sagt, ohne ein Drachen-Pokémon lässt er uns da quasi nicht rein. Wir können uns einen Dratini und ich denke mal, das ist die Lösung, also wäre naheliegend. Das Pokémon-Jahressystem. Ich möchte ein Pokémon ablegen und zwar unser Panzeron. So, ich werde dann offscreen mal ausprobieren, ob das mit dem Dratini funktioniert. Wenn ja, dann werde ich das in der nächsten Folge so machen. Wenn nicht, dann... ja, dann werde ich dieses Geld auch nicht zum Fenster rausschmeißen. Ich stelle mich mal hier hin. So, 36, oh, 40, ja, echt schon gut. Ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann die 8. Arena-Leiterin mal aus der Höhle rausholen. Vermutlich mit Dratini. Wenn es anders geht, dann ohne. Wir werden es sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.